Chat.org, 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 Chat.org,
machen Writing. Das heißt, wir gehen in den Box hin und haben ja immer, wenn es die Fehler machen, weg. Also wenn es Fehler in Software gibt, gibt es halt immer, dann schreiben wir rein, das sind unsere Fehler, wenn man sie machen, aufgelistet. Das ist so, dass die Benutzer natürlich nicht genau wissen, wo ich für den Fehler verursacht habe. Ich schreibe einfach, ich habe da und da geklickt, Punkt, Applikation kaputt. Das bringt den Entwicklern nicht viel. Da muss man nachfragen, so weit das kostet, die Programmierer Zeit, die eigentlich jetzt sinnvoll nutzen können zum Programmieren. Und da kommt das Passwort-Team. Das sind Leute, die gehen, tak, tak, die Bazilla, die Fehlerdatenbank, und gucken dann, was für Fehler wurden gemeldet. Mit Hilfe des Informationen, die der Fehlersteller gegeben hat, sinnvoll oder auch mehr Informationen nach und nach. Damit wir also zwischen Nutzern und Entwicklern, dass die Entwickler einfach nur programmieren können und dann alles, was sie brauchen, dann selber tatsächlich kriegen. Das ist also sehr wichtig, wirklich. Also man denkt immer so, langweilig und kriegt dann Anerkennung. Weil wenn man auf so Entwicklermessen geht, also kriegen die schon von den Entwicklern schon einen Schulterklopfen, die sind wirklich dankbar für die Arbeit, die man tut. Anders nicht mit Style, geht man rum, was ich schon erwähnt habe, Nutzer haben nicht so viel Ahnung unbedingt vom Hintergrund. Sagt einfach Fehler so und so. Beim Typing würde man rumgehen, dann geht das Passwort rum, guckt, was ist das für eine Art und klassifiziert irgendwie. Ist das ein Absturz oder ein Nutzerfehler? Was für ein Programm betrifft das überhaupt? Was für ein Modul davon? Wir brauchen eine Homepage, verleihung.org/Passwort. Das ist der Aufenthaltsadresse und auch eine genaue Anleitung, wie man da vorzugehen hat. Und es gibt auch eine Liste von Leuten, die einen auch gerne für die Arme greifen, wenn man jetzt neu anschreiben möchte. Eine weitere Möglichkeit ist das Knomat-Team, das ist die Künstler von Gnome. Da kann jeder mitmachen, der ein bisschen künstlerisch begabt ist, der mit Gimp oder Photoshop klarkommt oder mit Xscape. Da gibt es auch weitreichende Möglichkeiten. Zum einen, die ganzen kleinen Symbole müssen irgendwie bezeichnen werden. Dann zum Beispiel. Oder wenn man Ideen hat, die Gnome aussehen soll, Mockups erstellen. Oder einfach auf sich hinsetzen, Gedanken machen, wie könnte es aussehen, das Zeichen mit dem Stift und Papier und einscannen. Oder mit Photoshop oder mit Gimp und mit Xscape das malen, einfach Grafiken erstellen. Das hat auch weitreichende Auswirkungen. So, Chromebooks oder Reisbooks, weil die meisten Leute heutzutage schon auf Millionen von Rechnern. Und wenn es da ein schönes Zeichenthema gibt, mit schönen Symbolen, das breitet sich unglaublich schnell. Also da kriegt man auf jeden Fall ganz schnell ganz viel Daten zurück. Wir haben auch eine eigene Homepage, die unter live.com.org rechtlich kaum hat. Es gibt eine Liste von Symbolen, die noch erstellt werden müssen. Zum Beispiel jetzt ein Programm, der ein neues Programm erstellt hat, dann merkt man, oh, ich brauche ein schönes Symbol dafür, hat er eine Liste, kann ich eintragen, dann bitte, bitte, A-Team macht mit einem schönen Symbol. Also das ist ein Projekt, wo man auch super schnell einsteigen kann, eben um 0-100 kommen kann. Das ist die Gruppe, die Idee haben, Zeichen und das Maker gefällt, ist schneller, als man denkt. Eine dritte Möglichkeit ist zum Beispiel die Erstellung von Dokumentation. Wir haben eine sehr gute Dokumentation, aber leider gibt es sehr wenige, die schreiben. Deswegen sind sie unbedingt aktuell. Bei Gnome veröffentlichen wir ja alle 6 Monate eine neue Version. Moment ist 2026, nächstes Mal kommt die 2028 raus. Und die Dokumentation ist bei großen Zeit nicht mehr aktuell stand. Das heißt, wir bauen so schnell eine Funktion ein, dass die Dokumentation hinterherhängt. Und dann ist die zweite Version später, das heißt 1-2 Jahre später, erst die Funktion beschreiben. Das heißt, um Parallelen einzuschreiben, ist auch super. Wir haben gerade ein neues Dokumentationsformat entwickelt. Das ist nicht mehr erlaubt, wird jetzt mit
Deswegen immer toll mit dem Bacillar gehen, gucken, was gibt es an der Patches, die testen. Und dann kann man auch mit der schon nach von Arbeit abnehmen und sagen, das funktioniert, die Funktion ist gut, oder das funktioniert nicht, da kann man noch was verbessern. Wertentwicklung ist auch so. Wenn jetzt jemand auf unsere Homepage kommt, dann, die sieht jetzt seit den letzten 5-6 Jahren gleich aus. Und seit 3 Jahren versucht er, die um neues System zu stellen. Wir haben große Anforderungen betrieben, wo das halt übersetzbar ist, von unserem Team ist das mehr stark.
Aber das ist jetzt auch leicht gesagt, das ist eigentlich ganz leicht. Wenn es gefährliche ISO-Images zum Runterladen kann, auf dem packt auf USB-Stick und das ist dann aktuell schon sehr gut drauf. Da kann man so starten und sich die ganzen Gleichheiten angucken. Wenn es zu viel aufwendet, kann man trotzdem nicht übersetzen. Der übersetzte Zeichen kann man einfach nicht. Das ist kein Problem, nur High-Quality-Datei einschicken, weil jede einzelne Übersetzung hilft ja schon. Natürlich suchen wir auch mal Leute, die noch einfach nur Fehler geben. Wenn einer den Fehler entdeckt, sagt Bescheid oder zieht einfach diese Datei runter. Da geht es jetzt um die Fehlerfunktion bei Chrome zum einen und dann im anderen Bereich die Fehlerfunktion von Evolution. Also wenn die Funktion allgemein gehen, muss man halt bedenken, die meisten Programmierer machen das einfach zum Spaß. Deswegen programmieren die einfach erstmal die Funktion, die sie selber brauchen. Wenn jetzt beispielsweise Programmierer vom Terminal die diese Funktion selber nicht benutzt, dann machen die erstmal nicht. Da muss ich mal fragen, welche sie lernen und dann muss wahrscheinlich auch Überzeugung dabei sein. Den kann man machen, die Funktion braucht man. Das wird einfacher.
Egal, was man für eine Idee hat, aber wir suchen